Willkommen, Freunde, beim neuen Projekt mit eurem Rufnex bei Duke Nukem Forever. Ein richtig geiles Spiel. Ein bisschen krank, das ist einfach nur der amerikanische Traum eines jeden Mannes. Also so wie er leben, das wäre doch einfach nur perfekt. Ja, was kann man über das Spiel sagen? Es kam am 10. Juni 2011, war's? Kam es raus, jawohl, 10. Juni 2011. Ist damals mit sehr langer Verzögerung, waren ja nur 14 Jahre Produktionszeit, beziehungsweise ja, sie haben versucht, irgendwas innerhalb diesen 14 Jahren auf die Beine zu stellen, und sie haben es tatsächlich geschafft. Ich glaube, 3 oder 4 Grafik-Engines sind da durchgelaufen, durch das Ganze. Jetzt kommt der Trailer nochmal von vorne, wollen wir jetzt aber nicht nochmal sehen. So, okay. Damals wurde es programmiert, ich glaube, von 3D Realms hat angefangen, und Gearbox Software hat es dann 2009 übernommen und dann irgendwann mal 2011 bekannt gegeben. So, wir sind fertig, wir haben ein Produkt auf den Markt geschmissen, wir schauen mal, ob es auch uns würdig ist zu Let's Playen. Also, wir sind alle gespannt. Ich fange mal ein neues Spiel an. Ich habe mal reingeschaut, habe den Ton ein bisschen eingestellt und so. Ich hoffe, es ist alles zu eurer Zufriedenheit. Wenn irgendwas ist, einfach melden, einfach schreiben, sagen, hey, das Spiel ist zu laut, oder ich bin zu leise, oder ich bin zu laut, oder ich soll einfach nur die Fresse halten. Das kann man natürlich dann alles irgendwie arrangieren. Ja, außer Punkt 3 natürlich. Und ich würde sagen, wir fangen mal ganz neu an. Ja, wir haben das jetzt hier schon mal angefangen, ist klar. Wir wollen natürlich fortfahren. Und was man natürlich dazu sagen muss, es ist ein Steam-Spiel. Und das finde ich irgendwie ein bisschen schade. Man könnte es jetzt nicht verkaufen, verschenken, je nachdem. Wenn es einem nicht gefällt. Dann müsste ich meinen kompletten Steam-Account mit meinen 50 Millionen Spielen leider hergeben für ein paar Euro. So, also, Kinderspiel wollen wir natürlich nicht machen. Lass es rocken, hört sich schon eher für uns an. Hol dir eine Packung. Gegen sind Stärke und vertragen mehr Schaden. Das ist jetzt, glaube ich, nicht so für uns, fürs Let's Play, so gesund. Sonst brauche ich wahrscheinlich 150 Jahre, bis ich fertig bin. Und ich möchte ja natürlich noch andere Spiele spielen. Deswegen werden wir es mal auf Mittel versuchen. So, wir fangen an. So, hier kommen ein bisschen so Tipps. Das finde ich cool. Duke lebt. Der Sieg über einen Boss verschafft dir einen permanenten Ego-Boost. Finden wir natürlich richtig klasse, sowas. Trinke Bier, um dich zu stärken. Das ist natürlich wahre Manneskraft. So, wir fahren fort. Diese Alien-Hurensöhne schießen mir nicht ungestraft mein Schiff ab. Two Games präsentiert. Eine Gearbox-Software-Produktion. Dein Alien-Spiel mit bla bla bla, es geht mir zu schnell. Zeit für Arschtritte und Kaugummi. Und ich habe keine Kaugummis mehr, in dem Fall. Okay, das ist natürlich schlecht. So, die Knucken Forever. Sehr geil, sehr geil. Amerikanischer Traum, sag ich ja. So, ach, wir müssen erstmal pinkeln. Das dauert ja ewig. Genug geschifft. Wird Zeit, dass der Große wieder in die Action eingreift. Man kann leider nicht irgendwie, es spritzt zwar ziemlich schön, aber man kann jetzt nicht irgendwie neben das Klo pinkeln oder so. Schade eigentlich, ich wollte der Putzfrau ein bisschen Arbeit beschaffen. Nein, nein, wir fangen jetzt mal an hier und müssen uns umzuschauen. Kalt und tief. Was? Wie jetzt? Was zum Henker? Naja, okay, also hier ist mal... Oh, wir sehen uns im Spiegel. Also wir sind wirklich der Duke. Wir können springen. Und das sieht auch richtig scheiße aus. So von der Grafik her, naja, es ist nicht die neueste Grafik-Engine. Es ist natürlich von 2011 und die haben wahrscheinlich die letzte genommen von 2008. Ich glaube, Unreal Engine, was weiß ich was. Müsste ich jetzt nochmal nachschauen im Internet. Oh, hier gibt es auch nochmal Toiletten. Das ist doch kein Pissspiel. Ja, der Kackbullen bleibt... Und jetzt soll ich die Haare schmieren. Alter! Ey, das ist jetzt Hardcore. Alter, das ist jetzt richtig Hardcore. Man kann hier also natürlich ein Stück Scheiße mitnehmen. Aber das ist jetzt richtig krass. Also, nee, also so geht's nicht, ne? Okay, Phase 1. Alpha-Team rückt durch die Mitte vor. Blake flankiert links. Phillips und ich gehen außen rum. Das war Phase 2. Phase 3 ist, Profit? Okay, bereit? 1, 2, los! Profit hört sich gut an. Von der Straßenreinigung oder was? Wieso denn? Was meinst du, Duke? Willst du was hinzufügen auf der Tafel? Ey, man kann ihn mit Scheiße bewerfen. Sag mal, geht's noch? Nee, hier Alter, könnt komm. Ein bisschen Input Lass machen, das, Duke. Das Wenn ist du dem Plan eklig. Was hinzuzufügen hast, wäre jetzt der richtige Zeitpunkt. Ich bewirf dich mit das Shit. Ist widerlich. Ich muss das loswerden. Nein, eben nicht. Das nehmen wir jetzt mit. Oh nein, was mache ich denn? So, komm jetzt hier. Und uns eine Taktik zeigen? Also, ich mache jetzt mal eine Taktik hier.
So. Oh, das ist. Hey, sieh mal an dem roten Marker. Der riecht nach Kirschen. Echt jetzt? Warte mal, müssen wir mal gucken. Kann man da noch eine andere nehmen? Ah, rot. Ah, der riecht nach Kirschen. Echt, findest du? Das muss natürlich ein bisschen größer werden. So, dreimal darfst du raten, was das heißt. Tod und Verderben. So, kann man das auch irgendwie... Das ist genial! Gibt's auch einen Schwamm oder so? Ah. Aber man kann ja auch den Plan einfach nur zerstören, ne? Ich weiß noch nicht, was ich jetzt hier machen soll, aber ich tu's mal einfach. Der riecht nach Kirschen. Das hast du schon mal gesagt. So kommst du zurecht mit meinem Plan. So, also jetzt zum Plan selber. Jetzt pass mal auf hier. Wir machen einmal diesen. Wahnsinn, guter Plan, Duke. Ja, finde ich auch, ne? Da habe ich auch lange darüber nachgedacht, wie wir das am besten machen. Und siehst du, da können wir dann hier mit dem Gelben ein bisschen in das Grün reinfahren. Das ist genial. Wirklich, also da bin ich auch überzeugt davon, dass es gar nicht mal so dumm ist von mir, ne? Und den Schwarzen, das sieht natürlich auch toll aus, dieser Kontrast mit den Farben hier und alles miteinander vermischen. Ein bisschen Rot könnten wir noch vertragen, wenn wir haben. So, hier so ein Querstrich durch. Ich mal an den roten Marker, der riecht nach Kirschen. Ah, gut. Okay, ich glaube, wir können jetzt aufhören. Wir kommen hier wieder weg. Ich glaube, ich muss E drücken oder so. Oh Mann, das ist ja... Ich meine, ich verstehe davon nicht viel, aber wenn ich was davon verstehen würde, dann hätte der Typ da drüben bestimmt noch seinen Arm. Und mindestens eins seiner Eier. Natürlich, da kannst du aber deinen Arsch drauf verwetten, dass es so wäre, ne? Hier. Knöpf sie dir vor, Duke, du schaffst das! Okay, warte, ich muss meinen Scheißball mitnehmen, besser sonst. Besser den Scheiß in der Hand als die Kacke auf dem Dach. So sage ich das auch, ne? Das ist natürlich klar. Ich frag mich gerade, was da für ein weißer Bollen ist in der Hand. An dem Scheißbollen, meine ich. Das könnte irgendwie eine Nuss sein oder sowas. Oh, fuck! Alter. Heft, wo ist mein Scheißpuppel? Wo ist er? Da ist er. Was war denn das? Ah, gut. Glück gehabt, ich hab schon gedacht, ich hätte ihn verloren. Ja, auf jeden Fall. Also ich schätze jetzt mal, dass wir hier runter müssen. Und, oh! Da ist ein bisschen Chaos am Gang hier, ne? Wo denn? Oh, da drüben. Aua. Au. Okay, die werden erledigt. Ja, kann ich da Waffen holen? Ah, ich hätte auch oben rumgehen können, oder? Was? Was für ein kranker Hurensohn hebt denn feuchte Fäkalien auf? Ich! Toll, jetzt habe ich es weggeschmissen, glaube ich. Ich finde ja die Stimme geil von Bruce Willis, also jetzt ich finde es richtig. Du oder ich, du einäugiger Freak. Passt auch für die deutsche Version, passt es auch richtig zum Duke, finde ich. So, jetzt müssen wir, glaube ich, abballern hier. Ja! Ich geb dir, du Sau! Oh, ich habe keine Munition mehr. Schlecht, ne? Und jetzt? Jetzt hau ich erstmal ab vor dem. Kommen, Delta Kappa Echo. Kommen, Delta Kappa Echo. Bestätigen. Hier ist Yankee 19. Munitionsnachschub ist unterwegs. Ja, und wo? Ach, da drüben. Munition abgeworfen. Rauchspuren markieren Landeort. Autsch. Autsch. Da ist Munition, so wie es aussieht. Und klassisch natürlich muss man nur drüber laufen. So, jetzt geben wir dem nochmal ein bisschen. Ja, auf jeden Fall. Wo sind nochmal hier? Bin ich drüber oder? Wo sind Rauch? Ach, da vorne. Scheiße, Alter. Was ist denn das eigentlich für ein Viech? Zyklop oder was? Warte mal, ich hab wieder Munition. Zykloid heißt der. So ist es. Oh Mann, jetzt fehlt mir noch mal ein bisschen. Oh, er ist tot. Munition abgeworfen. Ich klettern. Was geht jetzt ab? Zum Herausziehen wiederholt tippen. Okay. Die Leertaste in dem Fall. Was ist jetzt? Hey! Wie jetzt? Munitionsabwurf erfolgt, Duke. Orientier dich an den Auge.
Und? Yeah! Genau. Duke Nukem Forever. Geile Sache. Das hat Spaß gemacht. War's für dich auch schön, Baby? Und das Spiel, Duke? War das auch gut? Ja, aber das kann man nach scheiß 12 Jahren ja wohl auch erwarten. Tja, wenn dir wieder nach Spielen zumute ist, sag uns einfach Bescheid. Guck mal, Duke, da läuft unser Video. Deine Haare haben an dem Tag so toll ausgesehen. Ja, super, oder? Und deine auch. Schalten Sie auch heute um Mitternacht ein und erleben Sie mein Interview mit dem einzigartigen Duke Nukem. Unter anderem spricht Duke über... Es gibt nach wie vor keine Aktivitäten seitens der Alienschiffe zu vermelden. In seiner Ansprache vom Donnerstag erklärte der Präsident, er sei trotz des jüngsten Alien-Auftauchens weiterhin verhalten optimistisch. Er appellierte an die Bürger, alles zu unterlassen, was als Feindseligkeit interpretiert werden könnte. Etwa das Abfeuern von Schusswaffen oder obszönes Gestikulieren in der Nähe der Schiffe. Im Zusammenhang mit dem plötzlichen Erscheinen der Raumschiffe ist bereits eine... Ich weiß nicht. Ich finde, das klingt trotzdem ziemlich gruselig. Ich sehe die Raumschiffe von hier aus. Ob das dieselben Aliens sind, die du vor 12 Jahren besiegt hast? Natürlich, du Dummerchen. Was glaubst du, warum die wiedergekommen sind? Wegen Duke natürlich. Nachdenken. Aber du beschützt uns doch alle, falls der Präsident sich irrt. Nicht wahr, Duke? Du hast es doch immer noch drauf. Oh, Duke, pass auf dich auf da draußen. Wir sehen uns auf der Party nach der Show, okay? Wir sehen uns auf der Party. Alter Schwede, sind die geil. Leg mich am Arsch. So, und jetzt? So, und jetzt, was machen wir jetzt? Was sollen wir jetzt hier machen? Nimm den Lift runter. Was? Ja, irgendwo hin. Jetzt habe ich es nicht lesen können. Ich war zu spät mit meinen Augen. Die waren gerade irgendwo anders. So, auf jeden Fall. Es hat mich gefreut, dass ihr mir zugeschaut habt und den Anfang mit mir genossen habt. Und falls ihr nichts verpassen wollt von dem grandiosen Spiel, dürft ihr mich gerne abonnieren. Und ja, dann sehen wir uns morgen wieder hier bei Duke Nukem Forever. Ciao, Freunde. Bis dahin, einen schönen Tag noch.